Ja, Ihnen allen willkommen zurück und zur zweiten Runde der Diskussion und Vorstellung des Buches Ruiniert euch, Literatur, Theater, Engagement mit Lena Gorelick, Stefanie Waldo, Markus Ostermeier und Manfred Rothenberger und nun im Zoom hier zu Gast Alexander Eisenach, Theaterregisseur und Dramatiker aus Berlin, von dort auch zugeschaltet. Von uns allen hier herzlich willkommen, Alexander Eisenach. Hallo, guten Abend. Ich muss korrigierend gleich eingreifen, leider, ich bin gar nicht in Berlin, okay. Sondern wie man sieht, in schöner Natur. Ich melde mich ähnlich wie Falk Richter aus Dänemark. Na. Und es tut mir jetzt ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen unhöflich an, euch allen im Rücken zu sitzen, aber das ist leider wir so. Wir haben hier vor der Bühne auch noch einen kleinen Monitor, ah, okay. Und können Sie wunderbar sehen. Dann bin ich beruhigt. Aber dann herzlich willkommen, nicht aus Berlin, sondern aus Dänemark, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Alexander Eisenach, wir haben hier schon darüber gesprochen, was das Nachdenken über das Engagement in Literatur und Kunst interessant macht und was das überhaupt ist, was wir uns darunter vorstellen können. Eingangs auch nochmal die Frage an Sie, was verbinden Sie mit diesem Begriff Engagement? Wie deuten Sie ihn? Was bedeutet er für Ihre Arbeit? Oh, das, also wenn ich versuche jetzt mal nicht zu einem länglichen Monolog gleich anzusetzen, weil das, glaube ich, ein wahnsinnig vielschichtiger Begriff natürlich ist, der für mich einerseits natürlich primär, wenn ich ihn so höre, sich auf ein ganz konkret realpolitisches Engagement, würde ich jetzt mal sagen, bezieht. Was für mich persönlich jetzt in der Arbeit vielleicht weniger eine Rolle spielt, für mich ist der Begriff des Engagements oder politischen, so wie ich ihn verstehe, eher etwas, wo es vielleicht darum geht, auch gewisse Denkräume, andere Rezeptionswege aufzumachen, ein anderes Verständnis von der Welt versuchen zu erfahren oder erlebbar zu machen. Und in letzter Zeit bedeutet es für mich auch ganz konkret eine verstärkte Vernetzung von verschiedenen Sphären, jetzt namentlich jetzt bei der letzten Arbeit und auch bei der nächsten Arbeit geht es da verstärkt darum, auch sich mit Wissenschaftlern oder Wissenschaftlerinnen zu verbünden und ja, eigentlich etwas, was man jetzt so kulturpolitisch vielleicht als so Wissenstransfer oder so bezeichnen würde, aber eigentlich versuchen so ein bisschen auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die wir eigentlich haben, die aber schwer zu kommunizieren sind, weil sie sich auch in Sphären bewegen, die schwer zu verstehen sind, wo ich aber glaube, dass es durch die Kunst Wege gibt, das erfahrbar oder erlebbar zu machen oder Parallelen zu bereits Existierenden zu schaffen. Danke, Alexander Eisenach. Möchte jemand noch aus der Runde reagieren, antworten darauf, weiterdenken? Sonst kommen wir bestimmt auch noch mal auf diese Fragen auch von Vermittlung von Wissenschaft, auch im Hintergrund der Welt, in der wir uns befinden. Nun sprechen wir bei all dem Nachdenken über Literatur und Theater, also über Kunstwerke, nicht über politische Erklärungen. Die Frage des Engagements, man könnte auch sagen, eine ethische Frage, steht eigentlich nie im Vordergrund, sondern gewissermaßen unter der Oberfläche, also etwa im Sinne von Pierre Jarawan mit seiner Überlegung, gute, engagierte Literatur verschiebe Grenzen, indem sie Antworten auf Fragen gebe, die gar nicht gestellt wurden. Die Ethik ist in dem Sinne doch elementar verbunden, auch mit der Ästhetik. Stefanie Waldo, ich glaube, dieses Spannungsfeld interessiert Sie insgesamt sehr, oder? Ja, das ist natürlich ein Kern unserer Arbeit, auch mit dem Studiengang Ethik der Textkulturen. Und letztendlich ist natürlich auch aus dieser Überlegung heraus, welche Rolle oder welchen Zusammenhang gibt es zwischen Ethik und Ästhetik, eigentlich auch diese Gesprächsreihe entstanden. Und wir hatten in der ersten Runde ja auch darüber gesprochen, dass Haltung sich eben doch auch in der Form vor allen Dingen zeigt und wir einen Engagementbegriff eher favorisieren, sage ich mal, der tatsächlich auch die Form in den Vordergrund stellt, im Sinne von, also dass sich quasi Haltung in der Form zeigt, genau. Und insofern
glaube ich, dass gegenwärtige Kunst, also im Theaterraum, in der Literatur, es weniger eben um so eine moralische Wertigkeit oder Wertungen geht, sondern tatsächlich auch um diesen Reflexionsprozess, diesen ethischen Reflexionsprozess anzustoßen, also Fragen eher zu stellen als zu beantworten. Und in gewisser Weise, wir haben vorhin auch mit Falk Richter ja darüber gesprochen, eine Verstörung vielleicht auch zu provozieren. Das ist auch etwas, was wir mit diesem Buch vielleicht ja auch versuchen, indem wir kontroverse Positionen auch bewusst so stehen lassen, eine Verstörung provozieren, die dann die Rezipientinnen tatsächlich auch dazu auffordern, selber Haltung zu beziehen. Und das ist, glaube ich, etwas ganz, also für mich zumindest, von meinem Verständnis her, ganz Elementares, was in der Kunst und Literatur tatsächlich ja auch erreicht werden kann. Nicht im Sinne von einer inhaltlichen Fokussierung, sondern im Sinne von einer Eröffnung eines Gesprächs. Eröffnung eines Gesprächs ist sicherlich ein wichtiger Gedanke der ganzen Reihe, wie auch des Buches. Lena Gorelick, in Ihren Überlegungen zur Frage nach dem Engagement findet sich der Satz: Der Raum, in dem ein Roman erscheint, ist ein politischer. Das haben wir schon in der ersten Runde auch gestriffen. Und weiter: Ich weiß, dass es ihn nicht gibt, den luftleeren Raum, in den die geschriebenen Worte fallen. Was bedeutet das dann für den Text, für das Sprachkunstwerk, für die Suche nach einer Form? Das bedeutet einfach, dass ich mir immer bewusst mache und mich auch frage, wie ich verantwortungsvoll damit umgehe, dass die Sprache, der ich mich bediene, eben in einem Kontext steht und in einem Gebrauch steht, und dass ich mir dessen bewusst werde, wer zum Beispiel welche Mechanismen und wer von uns dafür sorgt, dass bestimmte Sprachregelungen oder Redewendungen gebraucht werden, wer was verstehen kann, wer welchen Duktus an den Tag legt, und dass ich all das mit in mein Schreiben hineinnehme und mich frage, wo die Erzählstimme, derer ich mich bediene, wo die steht und in was für einer Tradition oder eben in vor welchem gesellschaftlichen Kontext, wer versteht, was ich lese, wer liest überhaupt, wer hat Zugang zu Büchern, für wen schreibe ich, was habe ich vorher gelesen und warum habe ich das gelesen, was ich vorher gelesen habe. Also dass das alles in irgendeiner Form eine Rolle spielt und dass ich dann nicht hineinwackle und ja, ohne mir das zu Gemüte zu führen. Wir freuen uns, Alexander Eisenach raucht. Das ist so ein bisschen wie Helmut Schmidt im Fernsehen in den späten Jahren. Super, genießen Sie die Zigarette. Ich wollte nur kurz sagen, wenn Sie irgendwo anschließen wollen, heben Sie kurz die Hand, ja, und genießen Sie die Zigarette noch. Nochmal zu den Fragen. Bitte, Manfred Rotenberger. Ja, wir wissen jetzt, warum Alexander Eisenach trotz Shuttlebus heute nicht hier leibhaftig erschienen ist, weil er einfach nicht rauchen darf im Innern. Also guten Zug, sage ich nur. Ich wollte noch mal was zu unserem Buch sagen, was vielleicht noch zu kurz gekommen ist. Ruiniert euch ist jetzt nicht auch einfach so ein Kosewort und so ein Ruhekissen. Eigentlich ist es ja sehr provokativ, und man sollte nicht vergessen, dass es auch Beiträge gibt, die einfach was sagen: Macht nur so weiter, dann geht die Welt den Bach runter. Ich habe Claudia Lehmann identifiziert von ICSA mit ihrem Partner. Die haben eine Art Briefdialog geführt in dem Buch, der auch zum Teil ziemlich drastisch ist. Also da geht es auch mal um Verzweiflung, um Verbitterung, und da werden auch ganz düstere Gedanken mal gestrickt. Also das gehört auch dazu. Also der, was auf dem Titel steht, wird auch ein bisschen eingelöst. Das kam bis jetzt zu kurz vielleicht. Es sind nicht alle Beiträge so, aber es gibt auch durchaus Aggressivität und so ein Weiterdenken. Wie endet das Ganze, wenn wir so weitermachen? Unbedingt. Wir haben ja auch noch ein bisschen Raum zum Gespräch, und auf den Titel sollten wir natürlich nochmal unbedingt eingehen. Ich würde nochmal ganz gern zum Spannungsfeld Ästhetik, Ethik, zu den Fragen, die Lena Gorelick auch angesprochen hat, nochmal zurückkehren. Markus Ostermeier, sind das Fragen, die Sie beim Schreiben auch beschäftigen? Die Frage nach der Form ist tatsächlich eine sehr wichtige und elementare Frage, und
das, wie uns Sprache begegnet, uns ja immer in vorgefertigter Form. Und gerade wenn sie irgendwie medial vermittelt ist, dann sind wir eben diese Dinge in bestimmter Weise gewohnt. Es gibt dann so Floskeln, Worthülsen und Worthülsen und eben so einen bestimmten Politiksprech und so weiter. Und man muss sich zu diesen Formen ja auch verhalten. Und zu diesen Formen muss man dann auch irgendwie eine Haltung entwickeln und sie auch teilweise eben explizit oder implizit zum Thema der Formsuche machen, und spielt eine elementare Rolle. Und eigentlich ist meine Hauptfrage ist eigentlich immer die, ich habe ein Buch geschrieben, aber bei diesem Buch war es so, dass eben die Frage, was wird nicht gesagt und was kann nicht gesagt werden und was wird auch so bisher nicht erzählt und warum wird es so nicht erzählt. Und das steht dann nicht unbedingt auch im Buch explizit drin, sondern das hat sich dann eben in der Form niedergeschlagen und das entsteht dann eben im Austausch. Also die Fragen stellen sich dann hoffentlich die Leserinnen und Leser und in solchen Räumen, wo man dann wieder Kontakt haben kann, würde das dann im Austausch vielleicht auch Fragen hervorrufen, die ich mir noch gar nicht gestellt habe. Und das ist ja auch das Gute. Und das kann auch in der Schule, ich muss noch mal kurz darauf zurückkommen, weil bitte. Ich wollte das nicht als Schulbashing und auch vor allen Dingen nicht als Lehrer- und Lehrerinnen-Bashing verstanden haben, sondern als die Schule als Institution muss auch eigentlich sich freier machen und die Schulen irgendwie mehr Zeit und Raum einfordern, um solche Sachen auch adäquat durchnehmen zu können. Und da ist eben, so wie das von oben geregelt ist, meiner Meinung nach gerade mit G8 überhaupt nicht der richtige Weg gewesen. Und der einzelne Lehrer oder die einzelne Lehrkraft kann das eben vielleicht auch nicht unbedingt leisten, wenn sie so und so was noch erleben muss. Deshalb muss es Räume geben, wo auch Autoren an Schulen gehen und Autorinnen und Themen bringen, aber auch Bewusstsein für Sprache und für Form, um da was anstoßen zu können und Hürden abbauen zu können. Also mehr musische Bildung in der Schule. Stefanie Waldo, wenn Sie sagen, die Ästhetik ist uns auch wichtig, das Nachdenken über Form. Und da ist ja durchaus ein Unterschied zu dieser politisch engagierten Literatur auch der 60er und 70er Jahre zu verspüren in der Gegenwartsliteratur. Sie lesen auch mit Ihren Studierenden, den Studentinnen und Studenten am Seminar viele Texte in Vorbereitung zu diesen Gesprächen. Diese Gespräche selber sind auch intensiv mit Blick auf Textlektüre und Vorbereitung. Inwiefern merkt man ja auch diese ästhetischen Fragen, Texten, die in der Gegenwart entstehen, an? Also ich habe tatsächlich ein bisschen ein Problem mit Ästhetik, also mit dem Begriff, weil es ja nicht darum geht, das hatte ich ja vorhin auch gesagt, also ich finde eigentlich, die Form ist das Neutralere. Und Form bedeutet für mich geformte Sprache, also geformter Raum auch im Theater. Also auch dieser performative Raum ist natürlich auch ein Raum, der Formen anbietet, der zur Auseinandersetzung mit diesen Formen auch aufruft. Genauso die Literatur. Und insofern würde ich sagen, dass die Auseinandersetzung, also und meiner Ansicht nach findet tatsächlich das Politische, also das ist ja auch so eine Frage, was ist das Politische? Das findet nicht nur in den Institutionen statt, sondern eben auch, und da würde ich sagen, auch eben gerade in der Form. Also das Politische zeigt sich, indem ich eine Form anbiete. So würde ich das, glaube ich, formulieren und vor allen Dingen auch, indem ich diese Form zur Disposition stelle und sage, sie ist verstörend, sie regt zum Gespräch an, sie ruft mich eigentlich in so eine Konstellation rein, dass ich darauf reagieren muss.
Und insofern würde ich sagen, erstens, sowohl die Form als auch das Politische sind immer auf, und wir haben vorhin in der ersten Runde über die Haltung gesprochen, sind immer Momente, die das Gegenüber brauchen. Und da nochmal auch zu der ersten Runde nochmal so eine Brücke zu schlagen. Natürlich hat die Pandemie diese Möglichkeit der Begegnung im Grunde genommen durchkreuzt. Und man musste neue Möglichkeiten des Gesprächs auch suchen. Das ist teilweise geglückt, teilweise haben wir da noch sehr viel Nachholbedarf. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Lena Gorelick hat es auch gesagt, es braucht das Gegenüber, was auch eine Form sozusagen aufnimmt und sie weiterentwickelt und damit arbeitet. Und das ist ein Resonanzraum, der einfach ganz, ganz wichtig ist. Resonanz oder Denkraum. Alexander Eisenach, Sie erzählen in Ihrem Beitrag für den Band Ruiniert euch von Ihrer Inszenierung Anthropos Tyrann Ödipus an der Berliner Volksbühne, eine Inszenierung nach Sophokles. Manfred Rotenberger hat schon gesagt, manche Beiträge sind sehr drastisch und sehr deutlich. Ich würde Ihren dazu zählen. Sie erinnern uns daran, dass wir in einer Welt voller Ungleichheit und Zerstörung leben, in einer Welt, in der jeder Mensch der sogenannten westlichen Zivilisation mehr Arbeitssklaven unterhält als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit, eine Welt, in der wir ohne mit der Wimper zu zucken hinnehmen, dass für unsere Lebensweise das Ökosystem des Planeten stirbt. Was bedeutet das für eine Inszenierung für die Kunst? Ja, also erstmal finde ich total interessant, dass hier gleich so der Begriff der Form auch so stark gemacht wird, weil ich glaube, das meint ungefähr so auch das, was ich vorhin mal kurz so meinte mit sozusagen realpolitischem Engagement und einem gewissen Engagement, was ich eher oder einem politischen Gestus, der sich vielleicht stärker auf eine Welterfahrung bezieht. Ja, also dass es gar nicht unbedingt nur durch deutlich formulierte Inhalte oder das Artikulieren von Missständen geht, sondern dass es, und da komme ich jetzt vielleicht ganz kurz zu der Inszenierung, die natürlich jetzt so den Ödipus als Folie hat. Und für mich eigentlich diese Lesart sehr spannend war, diese Geschichte jetzt nicht in ihrer, sagen wir mal, Psychologisierung zu verstehen, sondern eigentlich als eine, sondern dieses Thema von einem gewissen unschuldig schuldig werden, diese Schuld erkennen und darüber feststellen, dass man immer falsch gesehen hat, also dass man auch eine gewisse Welt oder den gewissen Planeten nicht erkannt hat, weil man die Welt immer nur als Gemachtes für den Menschen gesehen hat, ja, und diese Welt quasi liegt über der irdischen oder planetaren Realität, sage ich mal, die planetare Realität, die uns dann begegnet, wenn wir wie jetzt Hochwasserkatastrophen haben oder Waldbrände in Südeuropa, dann erleben wir, dass auch eine gewisse, ja, auch mit einer gewissen Gleichgültigkeit für diese Welt, in der der Mensch sich ja an der Position wähnt, dass diese Welt für ihn ist, begegnet ihm so eine planetare Gewalt. Und da fand ich diese Welt der antiken Tragödie, die sagt, es gibt immer einen Vertreter oder einen Kommunikator, der für diese Welt, für diese andere Welt, ja, also für den Planeten, sage ich mal, oder wie der Bruno Latour das immer nennt, die für das Terrestrische einsteht, ja, in Form dieser Götter. Latour selber wählt ja auch mal diesen Gaia-Begriff für die Erde, also wählt sich auch so eine Erdgöttin. Und wurde mir dann eigentlich auch so das erste Mal, dass ich mich wirklich tatsächlich mit der Tragödie, mit der antiken Tragödie beschäftigt habe, wurde mir klar, dass eigentlich diese Tragödien oder diese Festspiele auch, in deren Rahmen sie stattfanden, eigentlich ja immer ein politischer Diskursraum war, wo es darum ging, dass die Akteure des Terrestrischen sozusagen aufgetreten sind und Menschen mit ihrer Schuld konfrontiert haben, die durch ihr Handeln entstanden ist. Daraus wiederum entspinnt sich die Frage danach, wie wollen die Menschen leben, was ist die gute Herrschaft, was ist die schlechte Herrschaft, ist ja zum Beispiel in Ödipus ein großes Thema, ja. Und dann geht dieses Stück sozusagen weiter in den zweiten Teil, nach der Blendung von Ödipus, und er hat wie eine, er wird selber ein Seher, ja, wie dieser blinde Teiresias, der ihm am Anfang sozusagen auf die Fährte lotst, dass er selber Verursacher dieses Schicksals ist. Und er beginnt das zu sehen,
was er nicht sehen kann. Ja, und wir wissen ja, dass sozusagen 90% unserer Zellstruktur eigentlich aus Organismen, Lebewesen bestehen, zu denen wir gar keinen Draht haben, sozusagen, ja, die wir, von deren Konsequenzen wir aber ständig zu spüren kriegen, also in unserem Körperlichen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, diesen verengten Blick auf die Welt, und natürlich hat es zu tun, bin ich schlecht zu hören? Ich deute die... Alles gut, es hat gerade ein bisschen gefiept, aber es war nicht Sie. Okay. Also, dass dieser verengte Blick auf die Welt auch als eine Welt für uns und auf das Verpassen eigentlich von all den anderen Dingen, die sich hier zutragen, in uns, um uns, die vielleicht auch gar nicht sich groß beeindrucken lassen, jetzt von der Epidermis als unserer angenommenen Grenze, ja, die vielleicht sozusagen, ja, die ja sekündlich irgendwie so durchbrochen wird von allerlei anderen Organismen. Und dass diese Hybris, die daraus entsteht, ja, dass die eigentlich dazu geführt hat, dass wir im Prinzip den gesamten Raum der Erde zu etwas, zu etwas gemacht haben, was wir als eine Ressource betrachten, ja, wo wir uns selber zu Dingen gemacht haben, die wir als Ressource betrachten, unsere Sozialverhältnisse untereinander auf Nutzbarkeit auslegen. Und so war der Versuch eigentlich in einer relativ strengen Form, Tragödienform, wie man sich sie ja nur vorstellen kann. So. Ich habe da immer so das Bild im Auge, ein bisschen von so konzertanten Aufführungen, denke ich immer, an dieser Texte, war eigentlich der Versuch, diesen Dialog irgendwie ins Rollen zu bringen. Und dann gab es sozusagen Antje Boetius, die Meeresbiologin ist und Erdsystemforscherin, die quasi auf der Bühne in der Rolle der Pythia, also der Angestellten des Orakels sozusagen, also jene, die über den Erddämpfen sitzt und die liest, so wie Antje Boetius halt in die Tiefen der Meere taucht oder Bohrkerne entnimmt und daran die Tiefenzeit der Erde quasi auslotet, war das eigentlich der Versuch, irgendwie, das war sozusagen auch ein Experiment, wie man eigentlich spielt und durch das Spiel auch in diese anderen Räume und auf diese anderen Kommunikationswege kommt. Danke für diesen sehr intensiven Einblick in Ihre Schreib- und Dramaturgiewerkstatt, Alexander Eisenach. Markus Ostermeier, Sie wollten was sagen und reagieren. Genau, ich habe jetzt noch mal lange über das nachgedacht, was Sie gesagt haben, Stefanie Waldo, mit dem, vielleicht kann man das auch verknüpfen. Kunst und Kultur braucht tatsächlich das Gegenüber und nimmt auch das quasi, streckt irgendwie, finde ich, zumindest in meiner Wahrnehmung, die Hand eben danach aus und versucht, das irgendwie sich anzuverwandeln, ohne es sich irgendwie übergriffig einzuverleiben und selber dann also seine eigene Haltung und seine eigene Position in der Welt irgendwie brüchig zu machen und versucht eben darüber durch die Formfindung irgendwie etwa neue Fragen zu stellen oder Antworten zu geben auf Fragen, die noch nicht gestellt wurden. Aber das Politische und zumindest so wie ich Politik und so wie wir der Politik die Form gegeben haben, ist das Gegenüber da tatsächlich so relevant? Ist es nicht eher so, dass das Gegenüber die ganze Zeit oft auch weggestoßen wird und dass das politische Sprechen und auch die Art und Weise, wie wir uns repräsentieren und was, Biodiversität und so etwas ist ja überhaupt nicht repräsentiert und eben die nichtmenschliche Welt, von der wir jetzt, also ich habe das auch schon in der Schule gelernt, dass das, und zwar 6., 7. Klasse, dass das irgendwann uns um die Ohren fliegt, dass wir davon abhängig sind und dass das ein Gegenüber ist, dass wir nicht dominieren, sondern dass uns eigentlich das erst ermöglicht. In der Form, wie wir Politik organisiert haben und wie wir politisches Sprechen organisieren, und es auch für völlig normal empfinden, ist doch das Gegenüber
nicht vorhanden, durch ein paar Parteien oder so. Und das ist doch eigentlich die Frage, die irgendwie, also die mich umtreibt und die wir auch, die, ich glaube, die uns alle umtreibt hier, die wir sitzen, aber die wir radikaler stellen müssen. Ja, das war so ein Einwurf, ich weiß jetzt gar nicht, ob der... Nein, der ist unbedingt wichtig. Ja. Ich glaube, er führt ein bisschen auch ins Zentrum der Gespräche, ins Zentrum des Bandes. Stefanie Waldo, Sie wollten darauf reagieren? Ja, ich würde unbedingt trennen zwischen der Politik und dem Politischen. Also das Politische ist tatsächlich, also da würde ich über Hannah Arendt kommen, würde sagen, es braucht das Gegenüber und diese Auseinandersetzung. Das Politische findet nicht nur in den Institutionen statt, sondern im Gegenteil, es findet in der Lebensart, in der Lebensweise statt. Also in unserem Alltag, in unserem Miteinander, in Kunst, in Kultur und so weiter und so fort. Und das, was passiert, ist sozusagen, dass wir das Politische eigentlich zu sehr vernachlässigen und das an die Institutionen abgeben. Und da fehlt uns das Gegenüber. Wir nehmen uns im Grunde genommen eigentlich selbst das Gegenüber. Und das sehe ich als eine große Gefahr an, auf jeden Fall. Und da eröffnet aber gerade die Kunst, die Literatur und so weiter diesen Raum, um wieder politisch auch, also um dieses ins Gespräch kommende, das, was wir vorhin auch gesagt haben, über die Form zu ermöglichen und sich zu politisieren vielleicht. Ja? Also das findet tatsächlich, denke ich, nicht in den Institutionen statt, sondern eben vielleicht in der Form zum Beispiel. Alexander Eisenach? Ja, ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, auch der jetzt angeklungen ist, weil ich glaube, das ist auch ein großes Defizit, dass wir gelernt haben, diese ganzen Dinge so abzuspalten. Ja? Dass wir sagen, für das Politische wäre eine Politik zuständig, für die Kunst, für das Künstlerische, sagen wir mal, ja, oder für die Form wäre die Kunst zuständig. Für die naturwissenschaftliche Erkenntnis wäre die Wissenschaft zuständig, etc. Ja? Und so sitzt irgendwie so ein bisschen so jeder in seiner Nische und alle bearbeiten sich sozusagen auch so Schwundstufen, würde ich mal sagen. Weil Sie haben ja völlig recht, dass natürlich dieser ganze, diese auch politische Talkshows, worüber ja hauptsächlich politisch transportiert wird, ist natürlich eine absolute Schwundstufe auch von Diskurs oder überhaupt von Problembehandlung oder sowas. Ja? Also, und es wird ja auch gar völlig unverhohlen dort über Wählergruppen und Strategien zur Wählergewinnung etc. geredet, als gäbe es gar nicht wirklich ein Anliegen, sondern als gäbe es nur sozusagen Mehrheiten zu beschaffen. Und ich glaube, es ist jedem klar, sozusagen, jeder weiß, dass sein Konsumverhalten politisch ist, meinetwegen. Ja? Vor allen Dingen, wenn es jetzt so um Essen geht oder um SUVs fahren oder so. Aber natürlich ist das auch etwas, was wieder in so eine moralisierende Schublade führt, wo man dann so schnell dem Einzelnen quasi ans Bein binden kann, jetzt für das Heil der Welt verantwortlich zu sein. Aber im Prinzip die tatsächlichen Debatten, die müssten natürlich viel übergreifender geführt werden, weshalb mir dieses zum Miteinander, beispielsweise in dem Fall mit der Wissenschaft, sehr wichtig ist, so wie auch für die Politik es ja offensichtlich total normal ist, dass sich das mit der Wirtschaft in ein unentwirrbares Geflecht begeben hat. Aber warum? Die Politik hat sich ja nicht mit der Kunst in ein unentwirrbares Geflecht begeben, ja, und auch nicht mit der Wissenschaft, so, sondern wir, sowohl Wissenschaft als auch Kunst, schreiben fleißig Anträge, ja, und hängen da sozusagen so ein bisschen am Betteltropf, um dann irgendwie auch was abzukriegen, um dann in sozusagen so geschützten, unwahrgenommenen Räumen darüber ein bisschen was zu erzählen, ja. Es wäre dann wieder Applaus. Wäre dann wieder sozusagen Anlass für Manfred Rothenbergers Idee einer politischen Bewegung von Künstlerinnen und Künstlern, ja, die diese ganzen übergreifenden Debatten auch politisch zu Gehör bringen kann. Im Prinzip sind Autorinnen und Künstlerinnen viel zu nett und zu bescheiden. Also was da gefordert wird, sind wirklich diese berühmten Peanuts, die dieser unsägliche deutsche Bankchef mal in den Ring geworfen hat. Ich war völlig überrascht, als ich gelesen habe, dass die Automobilindustrie bessere Gewinne gemacht hat denn je in der Pandemie. Die haben ganze Herden von Lobbyisten in Berlin sitzen und da werden dann Millionen zum Auto verschrotten und Auto neu kaufen und Auto wieder verschrotten und Autos wieder neu kaufen, in die Automobilindustrie geschoben und Künstler genieren sich oft, wenn sie mal irgendwie 1.000 Euro kriegen für irgendwas.
Also man könnte da ruhig ein bisschen mutiger und dreister auftreten. Manchmal denke ich mir, so ein, zwei Klaus Kinskis in der Literatur oder Kunst wären gar nicht schlecht, weil, ja, weil wir einfach viel zu nett sind, viel zu zivilisiert. Also man müsste den Leuten mal mit dem Nacken ins Gesicht springen und sagen, es ist einfach eine brutale Unverhältnismäßigkeit, die hier herrscht. Aber wir sind leider... Wir sind halt doch zu gut erzogen manchmal. Ruiniert euch. Literatur, Theater, Engagement heißt das Buch, das wir Ihnen heute Abend dem Tim vorstellen möchten, herausgegangen aus der Reihe Augsburger Gespräche zu Literatur und Engagement, von der wir, ich sage es noch einmal, alle hoffen, dass sie im kommenden Jahr wieder in der gewohnten Form stattfinden kann. Das Buch, so schreiben die HerausgeberInnen im Vorwort, soll uns ermuntern, sensibel mit der Sprache umzugehen, und es soll eine Einladung zum Gespräch sein, also diese Gesprächsidee der Augsburger Gespräche weiterzutragen. Wir können in den Kunstwerken sehr besondere Auseinandersetzungen mit Sprache entdecken. Also wenn Markus Ostermeier zum Beispiel uns davon erzählt, was bedeutet es für einen Menschen, der in Obdachlosigkeit lebt, Scham zu haben. Wir können es in Lena Gorelicks Roman Wer wir sind, erschienen bei Rowohlt Berlin in diesem Frühjahr, lesen. Was bedeutet es mit Menschen, die ihre Heimat verlassen, die nach Deutschland kommen und dann dieses Gefühl zu haben, abgelehnt zu werden? Was bedeutet es, mit welcher Scham haben sie auch selber zu tun? Also da ist Sprache sehr sensibel und kann uns eben ja tatsächlich zur Empathie anstiften, kann denjenigen auch Stimme geben, auf die gemeinhin in der Öffentlichkeit wenig oder gar nicht gehört wird. Nun leben wir aber auch in einer Zeit wiederum, in der weniger gesprochen, sondern insbesondere in den sozialen Netzwerken geschrien, gehasst, gepöbelt wird. Vielleicht ist es umso wichtiger, daran zu erinnern, denn je, wie sensibel wir eigentlich mit der Sprache umgehen sollen. Ich würde gerne zum Ende auch noch mal fragen in die Runde, wie groß ist die Sorge um die Sprache, in der heute gesprochen wird? Markus Ostermeier, wäre Ihnen wahrscheinlich relativ groß, oder? Ja, das war sie schon immer eigentlich. Also und das hat eben, ich glaube, wir sind Wesen, die auf tatsächlich auch auf das Gegenüber im selben Raum angewiesen sind. Und es ist halt leicht in dieser anonymen Blase irgendwie Social Media eben Beleidigungen und Hass irgendwie rauszuposaunen. Aber genauso ist es eben, und Institutionen sind eben die Form, die wir uns gegeben haben, wie wir uns repräsentieren wollen. Und die Institutionen, die Form der Repräsentation und der Institutionalisierung, die gehört meiner Meinung nach überdacht, und es ist eben nicht nur gewaltvolle Sprache, wenn da irgendwelche Beleidigungen oder Schimpfwörter da sind, sondern wenn manche Sachen überhaupt nicht mitbedacht werden. Und dann kann dann auch niemand aufstehen und sagen, ja, aber das ist ja auch ein schambehafteter Moment, wenn jetzt jemand hier im Publikum aufstehen, da gehört richtig Überwindung dazu, und im Parlament ja wahrscheinlich auch. Und dann gibt es ja eben noch Sphären der Welt, die nicht menschlich sind und trotzdem wichtig und essentiell. Und die werden einfach komplett ignoriert und sind überhaupt nicht Bestandteil der Überlegungen, weil es nur um irgendwelche Kennzahlen und Mehrheitsverhältnisse und so weiter geht. Und da mache ich mir viel mehr Sorgen, dass das normal ist und nicht änderbar, und so ist es halt und schon immer gewesen. Also das ist das, was mich eigentlich viel wütender macht als irgendwelche Hasskommentare von Bots vielleicht auch. Da gibt es ja auch irgendwie Studien, dass nur 15 reale Menschen manchmal für 4000 Accounts irgendwie verantwortlich sind. Das muss natürlich auch beackert werden, dieses Feld. Aber eine Sorge, die Sie teilen, Lena Gorelick? Ich glaube, was mir Sorge macht, ist, dass ich das Gefühl habe, dass das Bewusstsein für sprachliche Grenzüberschreitungen oft verloren geht. Und
dass sozusagen, was, also das, was Sie vorhin sagten, dass das Politische eben, also man neigt leichthin dazu, das Politische abzugeben an die Institutionen und dann ist es auch sehr einfach, sich über diese zu empören und dass das Politische quasi jede Minute passiert und passiert, indem wir fünf auf diesem Podium sitzen und Sie hier in diesem Raum sitzen und zuhören und also dass das Politische immer und überall passiert und auch passiert, indem ich jetzt hier spreche und indem wir uns nachher über die Veranstaltung austauschen und einen bestimmten, vielleicht bestimmte Auswahl, einen bestimmten Jargon dabei verwenden. Und das, was da sozusagen häufig passiert, ist, dass Sprachausgrenzungen sozusagen den anderen zugeschrieben werden. Also dass wir uns nicht bewusst machen, wie wir agieren und sprechen und dass darüber, finde ich, verhältnismäßig in dieser Blase, in der sehr viel nachgedacht wird, über das eigene Politische sehr wenig nachgedacht wird und über den eigenen Umgang mit Sprache. Und das ist, glaube ich, etwas, was gerade in Zeiten, in denen Sprache auch viel manipuliert und viel benutzt wird für und vielen Begriffen einfach plötzlich etwas anhaftet, was ihnen vor ein paar Jahren noch nicht anhaftete, von großer Bedeutung ist, dass wir da aufpassen. Alexander Eisenach, wie sensibel sollen wir Ihrer Meinung nach sein mit der Sprache, die wir sprechen? So sensibel, wie man sein kann, würde ich sagen. Also ich kann das nur, was gesagt wurde, eigentlich total unterschreiben. Ja? Also das ist momentan ja auch eine wahnsinnig aufgeladene Diskussion, die geführt wird. Also gerade wenn wir jetzt so über so Sachen wie Political Correctness jetzt vielleicht noch nachdenken, wo einfach ganz oft, wo dann Leuten, die sozusagen sich dafür einsetzen, eine nicht verletzende Sprache zu verwenden, wird dann vorgeworfen, spalterisch zu sein. Ja, unter völliger Missachtung dessen, dass sie ja, dass ja die Ausgeschlossenen, ja, oder die Nichtbedachten eigentlich diejenigen sind, die oft dafür streiten oder versuchen zu streiten, nicht angegriffen zu werden durch Sprache. Und ja, ich glaube, das ist natürlich eine Verantwortung, die wir als KünstlerInnen schon haben, zu sagen, wir reflektieren den Sprachgebrauch. Ja? Und ich glaube aber auch, da gibt es auch wahnsinnig positive Tendenzen, also von Leuten, die auch, meinetwegen jetzt auch vor dem Hintergrund von einer Sprache, die vielleicht aus sozialen Netzwerken kommt oder meinetwegen aus WhatsApp-Gruppen kommt oder so, anfangen damit Kunst zu machen, Literatur zu machen, Musik zu machen, wie auch immer. Also da gibt es ja, da gibt es genauso regressive Impulse natürlich. Aber ich würde da jetzt nicht besonders angstbehaftet mit umgehen. Ich glaube auch, dass man da wirklich auch aufpassen muss, dass man nicht den 4000 Bots zum Beispiel zu viel Aufmerksamkeit gibt, ja, oder da zu viel aufs Tapet hegt. Und ja, natürlich muss uns auch bewusst sein, also gerade ich arbeite ja überwiegend im Raum des Stadt- und Staats- und Stadttheaters, da ist natürlich, das ist natürlich auch eine elitäre Blase, sondersgleichen. Also natürlich muss man sich schon ein bisschen auch der Räume bewusst sein, in denen man kommuniziert. Und ich glaube, in dem Text von Herrn Ostermeier, den ich gelesen habe, geht es ja auch viel darum, für wen man da eigentlich so spricht und für wen man glaubt, das Wort ergreifen zu können, obwohl man nicht aus der Position stammt, und so. Das sind alles wahnsinnig sensible Punkte, die aber auch sich anhand von Nuancen definieren. Also wo es, glaube ich, auch keine richtige Antwort dafür gibt. Entweder man nimmt sich das raus, das jetzt zu tun, oder man lässt es halt bleiben. Und wichtig ist vielleicht auch, dass man für den Widerspruch offen bleibt. Ja, wenn mir jetzt jemand sagt, es ist ja Quatsch, wenn ich jetzt anfange, für Mikroben zu sprechen, dann hat er sicherlich einen Punkt, ja. Oder wenn mir vorgeworfen wird, gewisse Ansichten würden doch den Rand des Esoterischen streifen und so ein Mensch sei doch nur mal ein Mensch und so. Also das ist halt, glaube ich, das im Gespräch bleiben ist dabei das Wichtigste. Und überhaupt ermuntert uns der Band, ins Gespräch zu gehen. Wir wollen gleich nochmal das Ensemble Mehr Musik hören mit einer letzten Komposition, die Sie heute Abend spielen, aber zu guter Letzt dann doch noch eine Frage mit Blick auf den Titel des Buches Ruiniert euch. Er zitiert ja Stéphane Hessels Essay Empört euch
Und das Selbstruinieren ist ja, glaube ich, mit Blick auf Künstlerinnen und Künstler auch durchaus provozierend. Stefanie Waldo und Manfred Rothenberger, ist das nur ein Eyecatcher oder was versprechen Sie sich von diesem Aufruf? Haben Sie Kochbuch gesagt? Von diesem Aufruf. Ach ja, verstanden, Kochbuch. Weil, Nein, Kochbuch, sprach ich von Kochbuch. Das Buch ist auch irgendwo ein Kochbuch mit ganz vielen verschiedenen Rezepten. Und das stimmt. Vielleicht ist es ganz wichtig, dass auch diese Beiträge nicht alle so ganz harmonisch sind. Da gibt es durchaus Klüfte und Spalten zwischen den Beiträgen. Es gibt ein Wunder, ich weiß nicht, ob viele Politiker heute hier sind, wahrscheinlich eher nicht, aber Claudia Lehmann hat diesen wunderschönen Satz im Buch: einfach mal weinen bei einer Bundestagsdebatte. Das ist doch mal irgendwie was, was sich ein Politiker zu Herzen nehmen könnte. Man kann auch mal Emotionen zeigen, nicht nur im Hintergrund lachend, sondern auch durch Tränen, wenn die Worte nicht mehr reichen. Aber ich finde es spannend in dem Buch, also ich habe diese Texte ja mehrfach lektoriert und gelesen und ich habe jetzt auch nicht das eine Rezept, aber es hat ganz viel in meinem Kopf irgendwie ausgelöst und man wird zum Denken angeregt und am Schluss sitzt jeder an seiner Stelle im familiären Umfeld, im beruflichen Umfeld und am schönsten wäre es, wenn das Buch ein Mutmacher wäre, einfach zu reagieren, wenn Reaktion nötig ist. Und ich muss jetzt auch mal die Dame neben mir loben. Ich habe auch mal Germanistik studiert vor 300 Jahren und da haben wir immer nur uns mit toten Schriftstellerinnen und Schriftstellern beschäftigt. Ich habe immer gesagt, die können sich nicht mehr wehren. Und Stefanie Waldo oder auch ihr Christiane Lembert-Dobler, ihr die Ensemble-Theater-Leute, also was ihr hier, ich kann sagen, ich bin aus Franken, was ihr hier in Augsburg macht, ist aller Ehren wert, es ist richtig toll, dass ihr euch mit lebenden Dichtern und Dichterinnen umgebt und die sind auch nicht immer ganz einfach und es wäre einfach so einfach, sich einfach damit auseinanderzusetzen, diese Schwelle zu vergessen und dieses Buch ist eine Einladung dazu. Insofern dann doch wieder ein Kochbuch für Auseinandersetzung. Kochbuch oder Denkraum. Stefanie Waldo, wollen Sie noch was sagen zum Titel? Ja, also empört euch oder beziehungsweise die Empörung ist ja überall da. Also und ich glaube, das schließt jetzt auch nochmal so ein bisschen den Bogen zum Gespräch. Das Problem ist aber, also es fehlt nicht an Empörung, aber wenn der Resonanzraum fehlt, dann verheilt die Empörung und dann kann man eigentlich nur noch ausrufen, ruiniert euch. Also das heißt, es ist wieder dieses existenzielle Ringen um ein Gegenüber, um die Auseinandersetzung. Und auch natürlich, es ist, ich möchte noch mal ganz deutlich sagen, es ist kein Corona-Buch, was wir hier gemacht haben. Aber es ist natürlich, Corona ist oder die Pandemie ist einfach ein Brennglas und hält den Finger in Wunden, die schon da waren. Und diese letztendlich ruinöse Struktur, die wird umso deutlicher. Und deswegen haben wir auch gesagt, also es fehlt nicht an Empörung, aber sie muss auch gehört werden. Beziehungsweise dieses Zitat eben auch, die Kunst ist eine Waffe, aber es braucht auch ein Publikum, was sie benutzt. Und wenn das nicht der Fall ist, ruiniert euch eben. Dann wollen wir dazu beitragen, dass sich hier niemand ruiniert. Ein Abend im Rahmen des Hohen Friedensfestes in Augsburg zum gerade erschienenen Buch Ruiniert euch, Literatur, Theater und Engagement, hervorgegangen aus den Augsburger Gesprächen zu Literatur und Engagement mit Schriftstellerinnen, Schriftstellern, Dichterinnen, Dichtern, Theatermacherinnen, Theatermachern, also ein ganz großes Spektrum derer, die mit einer besonderen Sprache uns die Welt zeigen und uns einladen, die Welt zu erkunden, erschienen bei Starfruit Publications, draußen auch am Bücherstand zu haben. Ich darf mich jetzt hier sehr bedanken für die Diskussion mit Lena Gorelik, mit Stefanie Waldo, Alexander Eisenach, Markus Ostermeier und Manfred Rothenberger, last but not least. Vielen Dank Ihnen für die Diskussion.
Und wir danken natürlich Ihnen, dem Publikum, wie auch dem Tim, dem Friedensbüro der Stadt Augsburg. Jetzt hören wir gleich nochmal das Ensemble Mehr Musik. Aber ich möchte noch einen ganz besonderen Dank loswerden an Stefanie Six, die dort hinten am großen Computerschirm sitzt und das Ensemble Mehr Musik dann auch mit ihrer Videokunst begleiten wird. Also drehen Sie sich gern einmal um und applaudieren Sie auch Stefanie Six. Und ebenso natürlich Dank an die Kolleginnen und Kollegen aus Technik und ja, die für sozusagen Schall und Klang und Ton und Video gesorgt haben. Und ja, ehe mehr Musik jetzt gleich kommt, soll noch einmal Stefanie Waldo das letzte Wort haben, die Augsburger Gespräche zu Literatur und Engagement initiiert hat, zusammen mit Sebastian Seidel und Christiane Lembert-Dobler. Jetzt hole ich meine Sponsorenkarte raus. Also bevor ich das aber tue und mich da auch nochmal ganz herzlich bedanken möchte, wollte ich noch sagen, bevor das untergeht, wir haben, und das finde ich ganz großartig, an diesem Abend auch Besuch von einigen Autorinnen und Autoren. Lisa Jeschke ist da und Franz Dobler ist da, Claudia Lehmann ist da, genau. Und das finde ich ganz großartig. Und wir haben gerade schon in der Pause gesprochen, Sie sind alle gerne bereit, auch die Bücher zu signieren. Und dazu lade ich natürlich nochmal ganz herzlich ein. Diese Veranstaltung wäre nicht möglich, nicht nur diese Veranstaltung, sondern auch nicht das Buch und auch nicht die Reihe Augsburger Gespräche, wäre nicht möglich, wenn wir wirklich auch inzwischen treue Sponsoren hätten, wie zum Beispiel das Ministerium, was uns jährlich immer unterstützt, wie die Stadt Augsburg, das Friedensbüro, wie der Studiengang Ethik der Textkultur an der Universität Augsburg, wie aber auch in diesem Jahr zum Beispiel die Stiftung Literatur, wie die Arno Buchecker Stiftung. Und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, weil es doch einige sind, auch über die Jahre, die Kurt-Bösch-Stiftung, die Gesellschaft der Freunde der Universität Augsburg. Insofern sind wir sehr dankbar, dass wir einfach auch dieses Vertrauen bekommen und jedes Jahr immer weitermachen dürfen, immer lauter werden, glaube ich, und immer größer. Und insofern natürlich auch nochmal ein Dank an den Verlag, an Manfred Rothenberger und den Starfood Publications, weil dieses Buch ist tatsächlich gewachsen, muss man sagen. Es ist auch dick geworden. Es wiegt schwer im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, dann vielen Dank an Sie. Wir machen jetzt eine kleine Umbaupause. Also nicht lange, nur dass Sie noch kurz Geduld haben, um dann die spannende, wunderbare Musik des Ensembles zu hören mit den Videoinstallationen von Stefanie Sixt. Und dann wünsche ich Ihnen einen schönen weiteren Abend. Kommen Sie gut nach Hause in die neue Woche, wie auch immer. Danke, dass Sie da waren.